Die Linke stand heute hier vor der Entscheidung, unterstützen wir Dr. Norbert Formel noch einmal zur OB-Kandidatur im kommenden Jahr oder stellen wir einen eigenen Kandidaten auf? In einer intensiven Diskussion sind ganz klar positive Entwicklungen der letzten Jahre skizziert worden, aber es sind auch klar und deutlich Defizite und ungenutzte Potenziale heute hier zur Sprache gekommen. Wir haben eine klare inhaltliche Verabredung mit dem Oberbürgermeister Dr. Norbert Vornehm getroffen über die zu gehenden Schritte in den kommenden Monaten bis zur Wahl und auch für die neue Legislaturperiode bis 2018. Wir wollen mit einer größeren Verbindlichkeit und Verlässlichkeit in der gemeinsamen Zusammenarbeit Gera zusammen voranbringen, zusammen in einem Bündnis mit der SPD und mit Bündnis 90 Die Grünen. Wir wollen hier ganz deutlich auch signalisieren, dass wir uns auch als Bündnis gegenüber einer konservativen Allianz in Gera verstehen und dies entspricht dem vielfach vorgetragenen Wunsch auch aus unserer Mitgliedschaft. Wir wollen ganz konkret in dieser Zusammenarbeit ab dem Monat Oktober deutlich besser werden, weil wir davon überzeugt sind, dass die Bilanz, die wir bis zum heutigen Tag erreicht haben, nicht so gut ist, wie sie sein könnte. All diese heute hier auch per Beschluss der Mitgliederversammlung zur Abstimmung gestellten inhaltlichen Punkte wollen wir regelmäßig kontrollieren und analysieren und immer wieder rückkoppeln mit der Basis, damit klar und deutlich auch die Handschrift der Linken in der Arbeit des Oberbürgermeisters in der Stadtverwaltung erkennbar wird.